Hallo, liebe Freunde. Man hört und sieht immer mal wieder, wo packt ihr eure Steinchen hin, wo packt ihr eure Fimo-Scheibchen hin und eure Glitzers und dies und jenes und alles. Ich habe meine Glitzer und Steinchen und alles in so eine Boxen. Das ist jetzt hier eine 50er-Box. Ich zeige euch mal ganz lang hier. Da habe ich jetzt meine Steinchen und alles so drin. Verschiedene Steinchen. Ich habe sie ein bisschen nach Farbe sortiert. Ich habe nämlich noch eine zweite davon. Das ist so nur meine Glitzer-Flitzer-Box hier. Ich hoffe, ihr könnt das schön sehen. So geordnet hier gelb. Habe ich hier oben, gelb habe ich hier oben angefangen. Bis zu lila und rot. Und dann geht das immer so weiter zu blau, zu grün, zu silber. Und dann kommen wir hier zu der Steinchen-Box. Ich habe diese Boxen bei Online-Hut bestellt. Ich weiß gar nicht genau, was sie jetzt noch gekostet haben. Ich habe die schon ein bisschen länger. Habe mir auch größere Glitzerpartikelchen gekauft und habe dann einfach, also wenn man größere Tiegel hatte, manchmal kriegt man die ja schon in solchen Tiegelchen und manchmal kriegt man die halt in so großen Boxen. Ich habe, wenn ich große Boxen hatte, habe ich sie halt umgefüllt in diese Tiegelchen, weil diese Tiegelchen sind in diesem Display mit drin und habe das halt umgefüllt. Die Steinchen, die ich da ja hier so drin habe, oder die, ja genau, so eine Steinchen, da hatte ich ja so eine ganze, so ein ganzes Rondell. Ich zeige euch mal, ob ich so ein Rondell bekomme. Wo sind sie? So, die kommen ja auch in so eine Rondells. Und die habe ich dann einfach, diese Rondells habe ich dann leer gemacht an manchen Stellen und habe sie halt hier reingemacht, weil ich es einfach schöner finde, wenn der Kunde dann hier so in den Tiegelchen mal gucken kann, wie das so aussieht, wie das funkelt, als man die so dicht an dicht in so eine Rondells hat. Ja, das fand ich also ganz schön. Deswegen habe ich mich für diese Dinge hier entschieden. Was bei manchen natürlich, oder was man überhaupt bei diesen Teilen beachten muss, ist, dass man sie nicht absolut bis oben hin Oberkante Unterlippe voll macht. Ich zeige euch das mal. Wenn man nämlich hier den Rand so sieht und das abmacht, dann fällt euch das nachher alles raus. Deswegen habe ich da immer nur so ein paar drin, auch beim Glitzer. Also das ist wirklich das Vollste, so voll wie ich das mache, ist wirklich, ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann, also wirklich bis hier, obwohl der Deckel geht ja bis nach oben, aber ich habe es bis hier gemacht, damit wenn man dann noch ein bisschen runterklopft und so, damit das nicht alles nachher so raus springt. Ja, also ich kann das empfehlen. Was man aber nicht machen sollte, ist sie direkt an die Wand hängen. Könnte man auch, aber mit Pech, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, fällt euch alles raus, weil es ist nur eine Matte, die ist nicht festgeklebt, die kann man also hier so, zeigt euch das mal hier so am Rand, da, die kann man einfach so hochnehmen. Und das heißt, sie würde dann rausfallen. Deswegen habe ich sie so ein bisschen so hingelegt und ein bisschen schräg, so schräg die andere dran. Ja, es gibt, ich weiß nicht, ob es auch noch welche zum Hinhängen gibt oder sowas mit so einem Kasten. Das wollte ich nicht. Ich fand die jetzt einfach am besten. Und ja, ihr könnt mir ja mal schreiben unten in die Kommentare, wie ihr die Steinchen alle habt, ob ihr die einzelnen Rondell-Dinger irgendwie aufgehängt habt oder andere Sachen habt, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Achso, lasst gerne ein Däumchen oben da oder könnt auch kostenlos meinen Kanal abonnieren. Würde mich auf jeden Fall freuen und wenn es Fragen gibt, schreibt einfach in die Kommentare. Bis dann, eure Sarah.